Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der letzten Folge haben wir ein Auto geklaut. Da, das da. Und in dieser Folge werden wir höchstwahrscheinlich wieder panisch durch die Gegend rennen und feilen, so wie es immer ist. Und unsere Quest zeigt in die Richtung. Ich dachte, ich sollte das Auto erstmal fortführen. Okay, ich bin hier. Guck mal, da ist doch noch was. Wir sollten uns erstmal da hinten umsehen. Na gut. Dann geht's nochmal zurück. Ich bin Profi, keine Sorge. Ich weiß, wie mein Auto fährt. Ich habe einen Führerschein. Ja, genau so. Über schönen Schlangenlinien. Kann ich von hier aus auf meine Quest gucken? Okay. Dürfte ein Monsternest sein, so wie es aussieht. Aber gucken wir erstmal. Ja, die Hütte waren wir da nicht drin? Natürlich waren wir drin. Könnte ich schwören. Okay, steigen wir hier mal aus. Ja. Ich komme nicht raus. WTF. Okay. Ich habe gerade übrigens Fallout gezockt, das heißt, bin dezent verwirrt mit der Steuerung. Freundchen. Ist auch ein bisschen verwirrt, ne? Hä? So hat er mir angezeigt, dass ich den rechten Bumper drücken soll. Ich habe keine Munition, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Okay, die Säcke verstecken sich. Ernsthaft? Ist das meine Schrotflinte oder was war das? Ich glaub schon. Das sind viele. Das sind viele. Ich muss kurz nachladen. Chill mal ganz kurz, ja? Danke. Du lebst ja noch! Also, ganz ehrlich, ich habe den jetzt eine Schrotladung im Kopf gejagt. Der müsste eigentlich keinen Arm mehr haben. Und der andere ist abgehauen. Waren wir doch offensichtlich. Natürlich waren wir hier. Wegen dem Funkgerät hier, oder? Hä? Was machen wir jetzt hier? Dich habe ich nicht umgebracht, Freundchen. Ist offensichtlich tot, macht keine Geräusche mehr. Okay, das nächste Auffällige ist das hier. Vielleicht zertrümmere ich sie mit meinen super mutanten Kräften. Ne, offensichtlich nicht. Begib dich zum Leuchtturm. Okay, kenne ich schon. Es geht offensichtlich um diese Hütte hier, ne? Keine Ahnung, vielleicht haben wir es verbuggt, weil wir hier schon mal waren. Ist das lecker? Oder ich habe hier wirklich irgendwas verpasst. Oh, okay. Ist das jetzt gelöst? Offensichtlich nicht. Okay, gelöst. Jetzt aber. Funkgerät ist kaputt. Weiß nicht, was man noch hier holen könnte. Ja gut, gehen wir weg. Wir müssen uns um Munition kümmern. Ganz, ganz dringend. Also fahren wir doch nochmal zurück. So. Oh Gott. Ich bin sehr froh, dass mein Auto nicht kaputt gehen kann. Wäre ein bisschen blöd, da wir nur eins haben. Alter, was ist denn das für hell?
Das ist seltsam. Mr. Flauschig, hast du wieder meinen Monitor umgestellt? Was heißt wieder? Mich wundert schon die ganze Zeit, dass das bei Fallout so hell ist. Jetzt gucke ich in meine Aufnahmefenster und da ist alles normal, währenddessen hier alles so grell ist. Nee. Es sieht im Aufnahmefenster viel schöner aus. Ist ja seltsam. Na gut, das Aufnahmefenster ist übrigens auf einem anderen Bildschirm, falls ihr euch wundert. Ah, Artyom! Ich habe gehört, du hast dir ein Auto besorgt. Gute Sache, denn die Wüste ist zu groß, um sie zu Fuß zu durchqueren. Ich habe gehört, du bist tot, weil du ein Geist bist und dir durchschwebst. Das kleine Kind ist auch gruselig. Hä? Will hier rein? Ich will der rein. Oh. Anna, Miller hier. Bitte kommen, Anna. Ende. Hörst du mich, Anna? Hast du schon die neue Munition ausprobiert? Sie ist klasse. Ich höre dich laut und deutlich. Warum warst du nicht erreichbar, Anna? Na, du musstest also den Rückzug antreten. Ich höre nichts. Warum hast du dich dann überhaupt genähert? Schluss damit. Ich habe Feindkontakt verboten. Du musst mit äußerster Vorsicht vorgehen. Ich wiederhole, deine Aufgabe ist nur die Beobachtung. Hörst du mich? Melde dich alle halbe Stunde. Ende und aus. Ich glaube, ihre Stimme fehlt. Ich will nur hier hin, Jungs. Alles ist gut. Also. Munition für Scharfschützen. Ja. Machen wir erstmal das hier fertig. Dann können wir gerne hier noch ein paar raufpacken. Und dann packen wir die Schrot weg, weil die irgendwie kacke ist. Valve. Das ist doch die Schrot, oder? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie sieht das gleich aus, weil es immer dieselbe Waffe ist. So, okay. Valve war neu. Ach, du bist das Scharfschützengewehr, ja? Kann ich bei dir so machen? Langer Lauf. Kein Magazin, kein Gerät. A-Shot. Das war ja die Schrotflinte, ne? Ja, cool, wenn es da wieder noch stehen würde. Diese Pistole. Also Pistole. Revolver. Und da konnte ich doch, genau. Da konnte ich hier den Doppelten ranmachen. Gatling. Ja, nehmen wir den Revolver. Der hat mir bisher am meisten gefallen. Machen wir ordentlich stabil. Schalldämpfer oder langer Lauf? Ja, Schalldämpfer. Ich glaube, das war ein bisschen zu krass, das Visier. Nachtsicht. Kimmel und Korn. Ne, wir machen ein Visier drauf. Scheiß drauf. So, alles drauf gemacht. Gucken wir uns mal an, was wir da gebastelt haben. Wie geht's dir, Joscha? Wie wäre es mit deinem kleinen Preis? Ist okay. Ja, ist gut. Sehr schön. Jetzt haben wir auch Munition, ne? Ich habe heute Dienst. Zwar nicht viel, aber ich meine, man muss es ja nicht übertreiben. Und es wird dunkel. Ist perfekt. Ich liebe es, im Dunkeln zu fahren. So, jetzt gucke ich noch kurz auf die Karte. Das Gebiet ist ja da eingezäunt. Vielleicht heißt es einfach das ganze Gebiet. Ich weiß es nicht. Aber wir können die ganze direkt geradeaus fahren. Okay, vielleicht. Okay, ich muss auf mein Aufnahmefenster gucken. Da werde ich nicht geblendet. Ist schon ein bisschen seltsam. Ich sehe übrigens auf meinem Bildschirm sehe ich gar nichts. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden.
Also gut, die Sklaven aus der Westschlucht sind endlich beim Schiff. Das sollten die letzten sein. Schrauber, du gehst dahin, suchst jede aus, die für den Verkauf nach Süden geeignet sind und lässt sie die Spezialausbildung machen. Und sorgt dafür, dass die Jungs aus dem Süden sich nicht wieder beschweren, dass wir halbtote Scheiße schicken. Verstanden? Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Ja, Gule, was geht? Ich find's cool, diese wie in so einer freien Wildbahn. Ich bin froh, dass mein Auto nicht kaputt gehen kann, hab ich das schon mal erwähnt? Wasser. Oh. Ich will nicht behaupten, dass wir jetzt genug Wasser haben, aber jetzt haben wir genug Wasser. Wie sich aufregen die Jungs. Ich könnte zurückfahren und sie überfahren. Spart Munition. Okay. Ich habe jetzt extra angehalten, weil man nichts gehört hat von dem Band, dessen ich gefahren bin. Ob die mich sehen? Ich wurde von so einem Ballen angefahren, ist klar. Oh, hier sind die ganzen Nester. Ich fahr mal weiter, ne? Vielleicht nicht die beste Idee, hier durchzufahren. Ach, scheiße. Ja, und? Habt ihr was dagegen? Ich brauch keine Straße. Hier wird durch. Ja. Okay, wir brauchen einen Platz, wo wir aussteigen können. Was soll passieren, wenn wir dann in den Canyon reinspringen? So, Le Leuchtturm. Hier komme ich. Von hier aus kann ich sicher zu Fuß gehen. Ich sehe absolut nichts. Aber ich werde auch nicht angegriffen, perfekt. Hoppla. Ihr verdammten Arschlöcher. Verdammten Wichser, weitermachen, Leute. Ich will damit fahren. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt großartig... Ah, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, der kann uns nichts tun, also ich brauche ihn jetzt nicht zu töten. Alter. Ich muss den nicht mehr umbringen. Cool. Munition gespart. Okay. Von hier aus schleichen.
Uncool. Wieso bist du abgefackelt, mein Freund? Was zum Teufel, wieso fackeln die alle? Was ist hier passiert? Wieso ist der blind? Es brennt! Mein ganzer Körper brennt! Ich kann mich nicht! Ich erlöse dich. Oh, ich glaube, das war böse. Weißt du, die kann ich töten. Weißt du, alles andere ist aber irgendwie böse. Seltsam, huh? Ein Brief, den kann man kaum sehen, Alter. Okay, wir haben ein bisschen was verpasst. Junge, du hast nach diesem Ghoul-Welp gefragt. Was ich über ihren Aufenthaltsort und ihre Herkunft weiß, ich habe keine Ahnung, warum dich das interessiert, aber dazu kann ich einiges sagen. Anfangs hatten die Einheimischen sich gegen uns zur Wehr gesetzt. Das war schon fast ein Aufstand. Das führte aber zu nichts. Denn der Baron wusste schon damals, dass immer derjenige mit den meisten Waffen der Boss ist. Daher hatte er für genug Waffen gesorgt. Später brachte er als Stärkster alle anderen Banditenanführer dazu, sich ihm zu unterwerfen, sodass niemand auch nur daran dachte, sich gegen ihn zu stellen. Sie leisteten keinen Widerstand, da sie sich hätten zusammenschließen müssen, um eine Chance zu haben. Außerdem waren sie zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Also, sie hätten sich zusammenschließen müssen, um hier den Baron zu besiegen. So, aber stattdessen, dass sie sich zusammengeschlossen haben, haben sie sich zusammengeschlossen und haben sich dem Baron unterworfen. Okay, ja, gibt Sinn. Würde ich auch so tun. Die Einheimischen hatten keine Autos und verkrochen sich in ihren Löchern. Sie hofften, dass er einfach irgendwann wieder verschwinden würde. Tat er aber nicht. Stattdessen machte er Nägel mit Köpfen. Dann kamen sie raus, aber sie waren zu wenige und es war zu spät. Wir fertigten sie mit Leichtigkeit ab. Anschließend probierten sie es mit Guerillataktiken, bereiteten uns jahrelang Probleme. Wenn zum Beispiel ein paar Jungs auf Patrouille gingen, schossen sie, sobald ihre Wagen zu sehen waren. Sobald wir ihnen zu Hilfe eilten, brannten die Autos schon und die Jungs waren tot. Wie? Wer? Wo war ihre Basis? Sehr schwierig, das herauszufinden. Viele versteckten sich in den Bergen. Jene, die auf dem Gebiet des Barons blieben, erzählten Geschichten und sangen Lieder von den Freien, brachten ihnen Lebensmittel. Damals hörte ich zum ersten Mal von diesem Miststück namens Ghoul. Sie war damals noch ein kleiner Fisch, aber bereits völlig erbarmungslos. Eine eiskalte Mörderin. Sie ließ niemanden lebendig zurück. Die Sklaven waren natürlich begeistert von ihr. Ach! Sie ist zwar ein Mädchen, aber sie metzelt die Feinde nieder wie nichts. Also begannen sie auch, von ihr Geschichten zu erzählen. Naja, der Baron ist aber nicht auf den Kopf gefallen und wusste, wie man damit umgeht. Wir fingen an, Geiseln zu nehmen, exekutierten 10 Sklaven für einen Toten auf unserer Seite. Ach, dieses Dorf unterstützt die Rebellen, brennt es nieder. Ein Einheimischer weiß etwas über die Rebellen. Er darf erst sterben, wenn er uns alles gesagt hat. Du verstehst schon, was ich meine. Schon bald mieden die Sklaven sie wie die Pest. Jemand sieht einen Sklaven mit einem Verdächtigen sprechen, die ganze Familie des Sklaven wird abgestochen. Ein Sklave erzählt seinem Meister, dass er eine verdächtige Person gesehen hat. Gute Arbeit, Junge. Ab sofort bekommst du die dreifache Ration und den Dank des Barons. Die Sklaven verrieten uns die Mistkerle scharenweise. Dann machten wir sogar noch mehr Druck und innerhalb weniger Jahre waren sie nicht mehr als eine Erinnerung. Diese Ghoul könnte also ganz gut die letzte sein. Sobald der Baron sie erwischt, wird er für die Jungs die größte Party der Welt schmeißen. Da kannst du sicher sein. Komm nur nicht auf die Idee zu behaupten, sie sei eine Hexe, die sich mit ihrer Magie vor uns versteckt. Der Baron hat für solche Bemerkungen nichts übrig. Ich habe ihn einmal gesehen, wie er einem Idioten Verstand einprügelte, der solche Scheiße verbreitete. Dabei sagte er, ihr inkompetenten Hurensöhne, seid es, die zu blöd sind, sie zu fangen. Und deshalb verbreitet ihr schon diese Sklavenmärchen. Er hat den Mistkerl zu Tode geprügelt. Der hat bekommen, was er verdient hat. Das ist alles, was ich weiß. Wir haben versucht herauszufinden, wie sie geboren wurde und wer ihre Eltern waren, aber erfolglos. Mama schickt dir ein paar selbstgemachte Leckereien. Bitte teile sie wie üblich mit den Jungs. Ich bestelle dem Baron meinen tiefsten Respekt und meinen Dank. Und grüß alle Jungs, die sich noch an mich erinnern können. Keine Initialien.
Okay, diese Ghoul, die wir anscheinend jetzt gleich besuchen werden, die jetzt faustdick hinter den Ohren. Ich verstehe. Danke dafür. Haben die sich selbst mit ihren Fallen kaputt gemacht? Ist das möglich? Schläfst du? Kann ich dich auch umbringen? Bin ich gerne böse. Ach, schade. Meine Mütze. Meine Ushanka. Nee, ist es nicht. Ist eine Bergarbeitermütze. Ich glaube, hier bin ich falsch. Da frage ich mich doch glatt, warum ich hier überhaupt durchschleiche, wenn hier sowieso alles tot ist, aus irgendwelchen Gründen. Ah, sie hat hier Fallen gelegt. Ja, ich weiß. Ich bin es verdammt leid, in jeder Ecke nachzuschauen. Weißt du, der andere kommt auch runter. Und wir könnten hier in die Luft fliegen wie nichts. Außerdem scheinen die Fallen sowieso schon alle ausgelöst worden zu sein. Muss an das Licht rankommen. Oh, was? Hey, Leute, ernsthaft? Wow, der helle Wahnsinn. Ey. Wieso habe ich Dreck im Auge? Genau dafür bin ich ausgebildet worden, ja. Ich sehe schon. Für einen Headshot bist du ausgebildet worden, ja. Als Zielscheibe. Oh, ich habe wieder was bekommen. Ja, ich freue mich. Okay. Dieses Mal nicht mit mir, Bro. Brennt der jetzt? Das hast du verdient, mein Freund, ey. Oh ja. Keine Gnade. Kenn ich die Waffe schon? Offensichtlich schon. Ach, das ist der Ausgang. Aber hier war doch auch noch ein Weg, oder? Das nehme ich doch gerne. Da draußen hört sich das übrigens nach Krieg an. Ich glaube nicht, dass diese Guil alleine den Scheiß provoziert. Der Baron hat gesagt, er zahlt gut, wenn der da tot ist. Bis zum Teufel. Oh. Scheiße. Ob die auch hinter mir her waren? Hey! Ja, hier wurde gerade nachgeladen. Ich habe mich aber nicht verstecken können. Oh, 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 Skript, Skript. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Habt ihr das gesehen, wie ausgewichen ist? Der Sack. Gibt's doch nicht. Der kleine Cheater. Ich glaube, die waren immer noch getriggert von drüben. Naja, ich nehme hier trotzdem alles mit. So, dann wollen wir mal rausgehen, aber bevor wir dies tun, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten... sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.